Das Kommando wird sein, die Sirene. Und los geht es. 100 Meter schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter laufen. Das ist die Sendung, die diese Wettkämpfer jetzt absolvieren müssen. Jakob, komm! Sag Erik, hopp! Komm Erik, hopp! Kappe runter, Brille runter, hopp, 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 Erik, komm, komm! Komm Erik! Komm, da geht noch was! Rein, Lucy! Weiter! Hopper, hopper! Komm, Jakob! Lea, fein, super! Du stehst! Zeug, Bier, jo! Hopp! Hopp, hopp, hopp! In Richtung Wechselgarten und für ihn nochmal der Hinweis, einchecken, nicht verpassen, den Transponder an die Tafel halten, sodass wir eine Zwischenzeit haben und da kommen auch schon die Nächsten. Der Jakob Müller, 10 Minuten, eine Sekunde ist er bis jetzt unterwegs. Das erste Mädel an zweiter Stelle. Zu uns. Ihre blonden Haare wehen nach hinten weg und sie checkt ein. Das ist die Lucy Hufnagel, 10:48, ihre Zeit. Weiter geht es. Nelly Berger, Anni Berger, Geschwister Jenny Opitz oder Jimmy Opitz. 11 Minuten, 11 Sekunden unterwegs. So, die Nächsten. Und die anderen bitte den Wettkampfbereich verlassen. Die 107 hat den Wettbewerb als erster beendet. Und die nächsten Läufer kommen und hier aufpassen, einchecken. Jawohl, Marlon Meißel, 13:04, der zweite und das erste Mädel. Wir haben die Jessica Baumann, eine Doppelsportart, ja, bald verweigern. Die Anni Berger, 14:33, ihre Endzeit. Und die Radfahrer haben eingecheckt, sie müssen noch eine Runde laufen und weitere Läufer erreichen jetzt den Zielbereich. Immer einchecken, das Einchecken nicht verpassen. Jawohl, hier wird es voll. Jetzt gibt es noch ein Siegerfoto. Ein Riesenapplaus nochmal an das Sportgymnasium Finkenthal, ganz speziell an Nelly Berger, Lucy Hufnagel und Jessica Baumann.
Foto. Einen ganz dicken Applaus für unsere drei Jungs hier. Finn Buschbeck, Till Heimann und Aaron Lorenz. Abschlussfoto noch hier in der Altersklasse der 10- und 11-jährigen Jungen beim Kindertriathlon. Und einen ganz, ganz dicken Applaus nochmal für Oliver Neuber, Jamie Carlos Grimm und Jimmy Opitz. Foto natürlich auf der Webseite vom Kurbach Triathlon demnächst einzusehen. Vielen Dank, einen ganz dicken Applaus nochmal an Adrian Fetzer, Marlon Meisen und